Sie waren heute die Stars an der Ostsee. Die siebenfache deutsche, vierfache Europameisterin, Olympiasiegerin und Weltmeisterin Laura Ludwig. Mit ihrer neuen Partnerin Leonie Körzinger aus Hamburg, die Nummer 4 der deutschen Rangliste, 24 Jahre jung. Laura und Maggie haben ja eigentlich zusammengespielt. Da war es leider so, dass nach den Olympischen Spielen Maggie aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterspielen konnte. Und bei mir war es einfach so, ich habe diese Saison keine feste Partnerin. Und Laura und ich, wir kennen uns schon aus Hamburg echt lange. Und sie hatte, glaube ich, noch mal Bock auf einen jungen Hüpfer an der Seite. Gleich am Anfang geben die beiden richtig Gas und zeigen, dass ein Monat Vorbereitung reicht, um perfekt zu harmonieren. 2:0 gegen das Duo Nina Interwies und Larissa Klaassen. Ein gelungenes Auftaktspiel. Laura Ludwig und Leonie Körzinger zum Auftakterfolg. Danke. Aber natürlich auch noch einen großen Applaus. Vielen Dank für dieses Match. Ja, es ist schön, dass wir einfach individuell auch unsere Stärken aufs Feld schon bringen können, konnten. Und theoretisch geht da immer noch ein bisschen, geht da immer noch eine Schippe drauf. Und hier und da waren einige Fehler, beziehungsweise die anderen beiden haben es auch echt gut gemacht vom Aufschlag her, haben uns unter Druck gesetzt. Aber es war einfach, hat Spaß gemacht. Beide hoffen jetzt, dass es für sie noch weitergeht, denn Leonie Körzinger hat noch einiges vor. Ich habe jetzt immer mehr an dem internationalen Level geschnuppert und ich möchte da Fuß fassen. 2024 in Paris ist ein großes Ziel und ja, dafür werde ich auf jeden Fall alles geben. Morgen beginnen die Gruppenspiele der Männer. Das Turnier geht noch bis Sonntag und dann wird sich auch zeigen, ob die beiden ihr Ziel erreicht haben. Ja, ist gut.